Ja, moin moin und herzlich willkommen auf meinem Kanal Hofalte Mühle. Heute geht es mal um Küken. Und zwar haben wir es im letzten Jahr begonnen, da wir davor das Jahr so böse Kokzidiose bei den halbwüchsigen Küken hatten, die Küken impfen zu lassen. Und zwar werde ich jetzt mit Sina zusammen die Küken in einen großen Karton packen und werden uns dann auf den weiten Weg nach Berlin machen, wo wir sie gegen Marek und Kokzidiose impfen lassen. So, die wilde Rasselbande befindet sich genau hier und natürlich unter der Wärmeplatte. Und auch hier, gucken wir mal rein, da der Rest von ihnen und der ganze Rest dann auch hier unter der Wärmeplatte. Ja, und die packen wir jetzt mal in eine große Kiste mit einer kleinen Wärmeplatte mit drin, dass es da drin auch ja nicht zu kalt wird. Und dann geht's auch schon los. So, kunstlich, die Bildqualität ist jetzt nicht die geilste. Sorry dafür. Hier seht ihr schon, da haben wir das Kabel durchgesteckt. Und hier haben wir mal so eine kleine Wärmematte gekauft, dass es in dem Karton auch schön warm bleibt. Hier zwei Eingriffe, links und rechts. A, zum Tragen und B, natürlich, dass hier auch Luft vernünftig drin zirkulieren kann. So, die ersten sind schon drin. Ich werde jetzt Sina gleich mal helfen müssen und stelle die Kamera einfach mal bei den Küken rein. So, jetzt ist die Bande fast komplett. Und ab dafür. Wir brauchen noch den Adapter für den Martin da hinten. Bist du aufgeregt? Ja. 12 Volt Power für die Cookies. So, Auto ist ja noch nicht an. Dann mach ich erstmal Auto an. Hier ist so ein kleines Einstellteil, könnt ihr vielleicht sehen. Das mache ich jetzt mal hier auf Mittel. Da kann man einfach, je nachdem wie man hier drückt, aus, hoch, Mittel und wenig. Ja, dass die Küken nicht zu kalt werden da drin, auch wenn das Auto natürlich heizt, einfach als Vorsichtsmaßnahme. Ja, und jetzt ab dafür. Ja Leute, die Küken und ich sind jetzt eine Stunde 50 später hier in Berlin angekommen. War gerade schon an der Tür. Wir sind hier bei der Freien Universität in Berlin-Zehlendorf. Ja, und jetzt habe ich hier das vorgefertigte Formular mit der Anzahl der Küken und der Rasse. Und ja, muss jetzt hier einen Moment warten. Da steht dran, wir kommen zur Tür, sobald die Impfgruppe fertig ist, die vor uns dran ist. Ja, und dann heißt es jetzt noch mal kurz warten und dann hoffen wir mal, vielleicht können wir die ein oder andere Aufnahme ja noch mal machen. Ja Leute, ich bin wieder zu Hause angekommen, ist jetzt kurz nach 15 Uhr und ihr hört schon, wahrscheinlich hört ihr meine Stimme gar nicht so richtig. Das Geschiepe hier wird natürlich immer lauter. Die haben jetzt natürlich Bock, mal ein bisschen was zu trinken und ein bisschen was zu fressen. Haben jetzt auch schon ein bisschen Entzug. Und ja, leider durfte ich in der FU Berlin nicht filmen, wie das Ganze funktioniert. Ich kann es euch wirklich nur beschreiben.
Und das mache ich auch gleich, wenn wir hier erstmal die Küken wieder zurückgesetzt haben. So, ihr könnt sehen, alle haben es gut überstanden, sind alle quietschzivil, aber der Lautstärkepegel, der ist schon ein bisschen anstrengend. Deshalb kommen sie jetzt erstmal zurück in ihre Gehege. Hier wird erstmal natürlich gefressen und auch ganz viel getrunken. Die sind alle nach der langen Fahrt super hungrig und kriegen jetzt erstmal ihre Portion, die sie sich auch reglich verdient haben. Im zweiten Kükengehege gucken wir hier mal vorbei. Da wird sich wild gekloppt um das Futter und natürlich auch erstmal Trinken. Ja, Leute, noch ein, zwei Worte dazu, wie das in der FU Berlin dort mit der ganzen Impfung abgelaufen ist. Ihr müsst euch das so vorstellen, da steht ein großer Metalltisch, dann kommt man dort mit den Küken rein, die werden dann in dem Karton, so wie wir sie, wie ihr es gesehen habt, dort raufgestellt. Dann stehen da vier Personen um diesen Tisch herum, dann steht da so ein Ständer, ich weiß nicht, wie man es nennt, sieht aus wie ein Jackenhalter, wo so eine wo der Impfstoff dann in so einem Plastebeutel dranhängt. Da führen zwei kleine Schläuchchen runter und da ist so eine kleine, sieht fast aus wie so eine Mini-Tätowiermaschine dran. Die sind halt, wie gesagt, mit den Schläuchen verbunden, mit dem Impfstoff, und dann wird jedes einzelne Küken genommen und dann wird hier mit der kleinen Kanüle in den Nacken halt der Impfstoff gegen die Marek'sche Geflügelkrankheit eben injiziert. Ja, ich hatte natürlich gefragt, ob ich dort filmen darf, wurde leider verneint. Fürs nächste Mal soll ich doch gerne mal einen Antrag stellen, dass ich dort filmen darf bei der Marketingabteilung. Natürlich schade, aber deshalb auch die Erklärung. Die Küken kommen dann in einen großen Behälter, wie eine große durchsichtige Plastikbox. Und von da nehmen dann zwei weitere Mitarbeiterinnen in dem Fall die Küken heraus und haben dann den Impfstoff gegen Kokzidiose, der nennt sich Paracox 8, in so einer kleinen Spritze. Und dann wird jedes Küken genommen, wird der Schnabel ein bisschen geöffnet und dieser Impfstoff halt dem Küken dann über eine Schluckimpfung verabreicht. Ja, dann kommen die in eine normale Auffangbox, auch wieder aus Plastik. Hat wohl den ganzen Tag gut geklappt, allerdings hatten die nicht die Rechnung mit den westfälischen Totlegern gemacht. Da musste dann erstmal noch eine größere Kiste geholt werden, die nämlich so hoch war, weil unsere kleinen agilen Kükchen hier schon über den Rand gesprungen war und die Mitarbeiter dort so beschäftigt hat, dass sie gar nicht mehr dazu kamen, Paracox zu verimpfen. Ja, ich habe die Damen noch eingeladen, mal vorbeizuschauen, wie es den Tieren so geht, wenn die Flügel haben. Und dann haben die nicht richtig Spaß. Ja, auf jeden Fall ist das Ganze der Ablauf bei der FU Berlin. Wir haben natürlich mit den seltenen Nutztierrassen hier immer ein bisschen Bammel, dass wir uns durch irgendwelche Zukäufe oder ähnlich da natürlich vielleicht solche Krankheiten einschleppen. Und ja, von daher sind wir den langen Weg nach Berlin gefahren mit den Kükchen. Alle haben es gut überstanden. Eins hat einen kleinen Ansatz von Spreizbeine. Das werden wir jetzt noch behandeln. Ja, und ansonsten hoffen wir, dass wir so viel wie möglich durchkriegen. Ich freue mich riesig, dass ihr wieder bis hierhin geschaut habt. Lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Und ja, wenn nicht, natürlich auch. Abonniert meinen Kanal und schaut bald wieder rein. Vielen Dank, bis bald, euer Martin.